Guten Abend, liebe Zuschauer von Klagemauer TV. Danke, dass Sie heute eingeschaltet haben. Angesichts der ernsten Lage in der Ukraine fand in den Räumen des Wiener Akademikerbundes ein Vortrag der Rechtsanwältin Dr. Eva-Maria Baki statt. Dabei wurden die Bestrebungen der EU, USA und Russland und die Berichterstattung der westlichen Medien kritisch in Augenschein genommen. Wir haben für Sie, verehrte Zuschauer, den gesamten Vortrag aufgezeichnet und dürfen Ihnen nun exklusiv auf Klagemauer TV ein paar brisante Ausschnitte davon zeigen. Es ist fast nicht mehr zu übertreffen, wie viele Lügen, Unwahrheiten, Verdrehungen, verzerrte Darstellungen über die Russische Föderation, über Putin und über die Ereignisse in der Ukraine und auch auf der Krim wir tagtäglich lesen müssen. Und es ist unfassbar für mich, und hier komme ich auf die Europäische Union zurück, es ist unfassbar, dass das, was in den Vereinigten Staaten vorgegeben wird, einfach nachgeahmt wird, einfach nachgesagt wird, ohne sich selbst darüber Gedanken zu machen, ohne sich selbst von den Tatsachen zu überzeugen. Und hier hat die Europäische Union versagt, weil sie keine eigenständige Meinung hat, sondern die Meinung der Vereinigten Staaten einfach übernimmt. Und meine noch größere Kritik gilt den Medien. Den Medien, die es nicht für Mühe wert finden, hier objektiv zu berichten. Medien, die anstelle des für sie geltenden journalistischen Ethos hier Unwahrheiten verbreiten, wieder besseres Wissen. Denn wenn ich mich im Internet informieren kann, wenn ich darauf kommen kann, was wirklich läuft, dann kann das doch auch wirklich ein Journalist. Aber ich bin auch überzeugt davon, dass es nicht nur an den Journalisten liegt. Journalisten würden wahrscheinlich gerne das schreiben, was sie zu schreiben hätten, aber sie dürfen nicht. Und diese gleichgeschaltete Berichterstattung finden wir leider in ganz Europa. Und nicht nur das, jeder, der für Putin oder der es wagt, hier die Wahrheit zu sagen, der Richtigstellungen macht, jeder wird angegriffen als Putin-Versteher, das ist ein neues Wort, das jetzt kreiert worden ist, als Amerika-Gegner, als jemand, der den Boden nicht unter den Füßen hat. Also auch jene, die versuchen, hier wirklich Tatsachen zu bringen, werden angegriffen und angefeindet. Es ist eine unglaubliche Hetze gegen Russland, gegen Putin. Eine Konfrontation von Ost und West, wie wir sie schon lange nicht erlebt haben. Und eine Lügenpropaganda und Hetze, die mich an die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg erinnert. Vor dem Ersten Weltkrieg und während des Ersten Weltkrieges, als in gleicher Weise solche Lügenpropaganda, Hetzpropaganda gegen Deutschland, gegen Österreich, Ungarn gemacht worden ist, mit dem Effekt, dass es wirklich geglaubt wurde. Ich bin überzeugt davon, wenn die Politiker die amerikanischen Agitationen, und es waren Agitationen, nicht unterstützt hätten, und wenn die Medien objektiv, tatsachengemäß berichtet hätten, dann hätten wir heute in der Ukraine eine andere Situation. Und als Vorstandsmitglied des Wiener Akademikerbundes appelliere ich hiermit daher ganz offiziell an alle Verantwortlichen in Politik und Medien, endlich objektiv und tatsachengemäß zu berichten. Die Geschehnisse wissen Sie ja alle, wie es passiert ist, als im November der Assoziationsvertrag mit der Europäischen Union in letzter Minute nicht unterzeichnet worden ist, weil sich herausstellte, dass das nicht kompatibel ist mit den Zollvorschriften von Russland, dass das einen schweren wirtschaftlichen Nachteil für
die Ukraine gehabt hätte. Und dann kam es dazu, wie wir es ja auch von anderen Staaten in anderen Regionen kennen, dass Demonstrationen gemacht wurden, Demonstrationen unterstützt von Amerika, Demonstrationen unterstützt von amerikanischen Politikern, Demonstrationen unterstützt von insgesamt 2200 NGOs, die es in der Ukraine mit Unterstützung von den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union gibt. Es geht bei Gott nicht um die Ukraine. Es geht auch nicht um Demokratie. Es geht auch nicht um Menschenrechte. Sondern es geht ausschließlich darum, dass Amerika seine Vormachtstellung nicht nur behalten, sondern ausweiten will. Diese Politik macht Amerika ja seit dem Jahre 1990. Seit dem Jahre 1990 sieht man, dass es eine Einkreisungspolitik von Russland und China gibt. Sie brauchen sich nur die Landkarte anschauen. Da sehen Sie, dass um Russland herum überall amerikanische Stützpunkte sind, NATO-Stützpunkte sind. Wo finden Sie das umherum bei den Vereinigten Staaten? Stützpunkte von russischen Verbündeten? Nein. Und wenn ich meine, dass es wirklich ein Weckruf sein sollte, den wir aus dieser Ukraine-Krise bekommen haben, dann ist es ein Weckruf für die Völker Europas und für die Völker der Welt, hier ihre Selbstbestimmung, die ihnen aufgrund des Artikel 1 der beiden Menschenrechtspakte als jus cogens, als zwingendes Recht zusteht und was überall zu gelten hat, erga omnes, wie das Gericht sagt, zu gelten hat, dass alle Völker, die es wollen, dieses Recht in Anspruch nehmen können und durchsetzen können. Denn eine friedliche und eine wirklich freie Gemeinschaft in Europa kann es nur dann geben, wenn es kein Diktat von Brüssel, kein Diktat von Amerika, sondern eine Gemeinschaft freier Völker aufgrund eines Selbstbestimmungsrechts gibt, wobei jedes Volk das Recht hat, den politischen Status selbst zu bestimmen. Dazu braucht es aber, wie ich gesagt habe, eine freie Presse. Dazu braucht es mutige Politiker und nicht nur solche, die in der Pension sich etwas zu sagen trauen. Und dazu braucht es, dass die Völker Europas diesen Weckruf hören. Angesichts dieser Worte stellt sich unweigerlich die Frage, ist der vorherrschenden Berichterstattung der westlichen Medien und unseren westlichen Politikern noch zu trauen? Prüfen Sie selbst Gehörtes und Gesehenes nach und bilden Sie sich dadurch Ihre eigene Meinung und verbreiten Sie diese Sendung an alle Bekannte und Freunde weiter, denn es liegt an jedem Einzelnen, ein weiteres Fortschreiten in Richtung Dritten Weltkrieg zu verhindern. Wir freuen uns, Sie auch morgen wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen. Und machen Sie sich bitte ja nichts vor. Es gibt in Amerika maßgebliche Kreise, die wollen einen Krieg mit Russland. Sie wollen ihn jetzt. Und sie wollen ihn nicht erst in 15 Jahren, wenn Russland weiter erstarkt. Russland ist ihnen schon viel zu sehr erstarkt und viel zu sehr stabil geworden. Sie wollen diesen Krieg jetzt. Und sie wollen ihn bald. Und wenn Sie, ich weiß nicht, ob Sie das gestern gesehen haben, es sind jetzt auf YouTube auch von unseren Freunden Videos ins Netz gestellt worden, wo Truppentransporte über österreichisches Territorium gehen. Hunderte Panzer laufen derzeit über die Schienen Österreichs in den Osten. Hunderte Panzer. Deswegen ist auf einmal der Orban nicht mehr böse. Der Orban geht jetzt auf einmal als Guter, obwohl er jetzt sozusagen, das Wahlergebnis hat sich, unterscheidet sich ja nicht von dem letzten Wahlergebnis, das letzte Mal. Da war er noch böser, ja, weil da hat er die Roten gestürzt. Jetzt auf einmal ist er ein Guter, warum? Weil er bei den Truppentransporten mitspielt. Jetzt braucht man ihn wieder. Der Herr ist jetzt auf einmal wieder gut. Wissen Sie, sehen Sie diese Verlogenheit? Also nicht
die, ob der einer wirklich gut oder schlecht ist, bestimmt die Position, sondern immer, ob er gebraucht wird oder nicht gebraucht wird. Ob er irgendwo im Weg ist oder nicht im Weg ist, dann, das bestimmt dann immer, ob jemand gut oder schlecht ist. Ja? Das ist diese unglaubliche moralische Doppelbödigkeit und Doppelzüngigkeit, die typisch für die Amerikaner ist, aber mittlerweile auch typisch für die europäische Politik ist. Und daher laufen derzeit also wirklich sehr, sehr große Truppentransporte, viel, viel größer in einem Ausmaß, als uns in den Medien zugestanden wird. In den Medien heißt es, es sind nur ein paar hundert Soldaten bei einer Übung, würden sie im Osten teilnehmen. Ja? Stimmt überhaupt nicht. Derzeit werden Raketen in Polen aufgestellt. Also dieser Raketenschild, der ursprünglich angeblich gegen den Iran gerichtet gewesen sei. Ja? Also man baut in Polen einen Raketenschild gegen den Iran. Das war ja die offizielle Diktion. Es war natürlich klar, dass dieser Raketenschild gegen Russland gerichtet ist. Der wird jetzt forciert aufgestellt. Man verlegt Truppen, vor allem Luftlandetruppen, in das Baltikum. Und man hat riesige Mengen an Panzer in den Osten verschafft, sowohl nach Polen wie auch ins Baltikum, aber insbesondere auch nach Ungarn, weil natürlich führt sozusagen in einer Frontstellung Ungarn eine besondere Rolle spielt. Und daher sind also riesige Truppentransporte derzeit nach Ungarn unterwegs. Und ich habe mich bemüht, die Hoheitsabzeichen dieser Panzer zu sehen. Die sind verdeckt worden. Also man kann nicht zuordnen, welche Panzer. Es sind jedenfalls eindeutig Jagdpanzer. Also das ist also eindeutig für den Kampf gedachte Panzer. Nicht für den Defensivkampf, sondern für den Angriffskampf. Und es sind diese Panzer ohne Hoheitsabzeichen. Jedenfalls sieht man es auf den Videos nicht erkennbar, zu welchem Teil der NATO-Truppen sie gehören, durch unser Land durchtransportiert. Und das alles durch ein neutrales Land. Wissen Sie, und das ist das, was ich unserer ganzen Regierung, dieser ganzen Versagerpartie dort oben vorwerfe. Sie haben den Leuten immer noch gesagt, Österreich sei immer noch ein neutrales Land. Und sie wagen es gar nicht, die Neutralität sozusagen zur Disposition zu stellen, weil die genau wissen, dass die Österreicher da nicht mitspielen. Aber sie tun alles, was verlangt wird, und sei es noch so sehr gegen die Neutralität gerichtet. Sie heben sie de facto auf. Ja, Sanktionen mitzumachen gegen ein Land, das mit uns überhaupt keinen Konflikt hat. Russland hat mit uns keinen Konflikt. Wieso sollen wir Sanktionen als neutraler Staat Sanktionen mittragen? Sind ausdrücklich immer gegen die Neutralität gewesen. Wenn man die Neutralität nach Schweizer Vorbild definiert hat, und das hat man ja in Österreich getan, dann ist es unzulässig, Sanktionen gegen ein anderes Land zu verhängen. Sie machen mit. Keine Silbe des Widerstandes vom Herrn Faymann, vom Schmindlecker schon überhaupt nicht, aber auch vom Herrn Außenminister Kurz nicht. Ja? Keine Silbe. Auch aus dem Nationalrat nicht. Auch die ganze Strache-Partie, da halten die alle den Mund. Wer aber vor der Vergangenheit die Augen verschließt, der wird am Ende blind, blind, blind für die Gegenwart. Blind für die Gegenwart. Gegenwart für die Gegenwart. Die Bitte an die jungen Menschen lautet, lassen Sie sich nicht hineintreiben in Feindschaft und Hass gegen andere Menschen. Wer aber vor der Vergangenheit die Augen verschließt, der wird am Ende blind, blind, blind für die Gegenwart. Blind für die Gegenwart. Gegenwart für die Gegenwart. Die Bitte an die jungen Menschen lautet, lassen Sie sich nicht hineintreiben in Feindschaft und Hass gegen andere Menschen. Die Bitte an die jungen Menschen lautet, lassen Sie sich nicht hineintreiben in Feindschaft und Hass gegen andere Menschen. Die Bitte an die jungen Menschen lautet, lassen Sie sich nicht hineintreiben in Feindschaft und Hass gegen andere Menschen.